Hallöchen Leute, willkommen bei eurem Admiral AD. Danke fürs Einschalten und ja, das hier ist nicht mein zweites Abo-Special. Ja, tut mir leid, es kann sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert als gedacht, auch wenn ich bis dahin vielleicht 300 Euro enden habe. Nee, Spaß. Ja, also es wird demnächst jetzt dann kommen, aber es soll ja auch ein bisschen was Besonderes sein. Deswegen ja, ist das hier eben noch nicht, aber natürlich kommen jetzt weitere Videos bis zum Abo-Special. Und ja, ihr seht im Hintergrund Battlefield 3 Gameplay. Und ja, hoffe es gefällt euch. Und ja, mein Thema heute sind die oder meine Erwartungen an die Next-Gen-Konsolen. Ja, so ein bisschen was wissen wir mittlerweile schon drüber. Die beiden Konferenzen von Sony und Microsoft, also die Ankündigungen waren ja schon. Aber jetzt ist ja demnächst die E3 und zum Beispiel am 10. Wird dann. Also am 10.06. wird dann die PS4 offiziell gezeigt, also sprich wie sie aussieht. Was drin steckt, wissen wir ja im Prinzip schon, aber ja, die wird dann enthüllt, wie sie aussieht. Ja, also gut, meine Erwartung an die PS4, dass sie einigermaßen gut aussieht. Ich denke, schlechter als die Xbox wird sie garantiert nicht aussehen. Ich denke, sie wird sogar besser aussehen, ja, wie die PS3 halt. Also mein Xbox One ist ja nur so ein Kasten. Ja, ich denke, sie wird schon gut aussehen, aber das ist eigentlich noch nicht das Wichtigste an der Konsole. Ja, das Aussehen ist eigentlich nur die Nebensache, wie ich schon mal im letzten Video gesagt habe. Ja, also meine Erwartung erstmal, kommen wir mal zum Preis. Das ist eigentlich so ein relativ heikles Thema. Ja, also einmal der Preis, die Spekulationen im Moment belaufen sich ja so im Schnitt so auf 400 Euro, ja, plus minus für, ja, beide Konsolen. Man geht vielleicht davon aus, dass es auch zwei Varianten gibt, also mit einmal mehr Arbeitsspeicher und einmal weniger. Aber so um die 400 rum, denke ich, wird es kosten. Ich denke, sowas wie 500, 600 Euro am Start können sie sich nicht erlauben. Ja, wie man schon gesehen hat beim PS3-Start. Sony sagt auch selbst, sie haben dazugelernt, dass das zu teuer war. Ja, auch wenn jetzt halt neue Hardware drin ist. Gut, ist jetzt momentan nicht das Neueste von Neuesten, wenn man jetzt mal bedenkt, dass wieder ja die GTX 780 und so rausgekommen ist. Oder weiß nicht, ob die demnächst jetzt rauskommt. Auf jeden Fall, ja, natürlich kann man das jetzt die Technologie nicht vergleichen mit den Top-PCs. Wobei dann auch so eine gute Grafikkarte dann halt die Neueste vom Neuesten auch schon locker 300 Euro kosten kann. Fast so viel wie die ganze Konsole. Ja, also man, eigentlich hoffe ich mal, dass sie nicht zu teuer werden, die Konsolen. Ich meine, ja, ich würde sie mir wahrscheinlich auch kaufen, beziehungsweise ich würde mir auch zum Großteil halt zu Weihnachten, weil ich ja noch kein Geld verdiene. Ja, aber ich denke, sie können es sich nicht erlauben, sie wirklich so teuer zu machen, aber ich denke auch nicht, dass sie die jetzt für 300 Euro raushauen, also das auch nie im Leben. Ich schätze mal so 400 bis 450 Euro maximal, aber wirklich äußerste Grenze, hoffe ich mal, dass es 500 sind, wobei das doch schon eigentlich für eine Konsole relativ viel wäre. Aber sie müssen natürlich auch irgendwie noch ein bisschen Gewinn machen. Man weiß ja, dass sie eigentlich ja bei der PS3 Verlust gemacht haben, zumindest als sie dann den Price Drop gemacht haben. Das heißt, ja, sie machen mit dem eigentlichen Verkauf Verluste und dann erst wieder mit den Spielen Gewinn. Ist halt auch so eine Sache, ne? Wenn es zu teuer ist, dann kauft keiner die Konsole. Und wenn es zu billig ist, machen sie halt einen zu hohen Verlust. Und dann machen sie auch wieder Verluste, als wenn keiner die Konsole kauft. Ja, das ist halt immer so ein Balanceakt im Prinzip. Muss man halt gucken, auf was es sich einpendelt. Und ich denke, wenn Xbox noch eine Chance haben, also verkaufszahlenmäßig eine Chance haben will, weil man muss jetzt ganz klar sagen, die PS4 hat die Xbox mittlerweile insgesamt überholt, auch wenn sie erst ja ein Jahr später rauskam als die als die Xbox. Von den Verkaufszahlen her denke ich mal, solange die Xbox jetzt nicht 50 Euro oder so billiger ist, wird es schwer haben, vor allem, wie im letzten Video schon gesagt, die Exklusivtitel bei der PS3 sind einfach, boah, also das ist echt richtig cool im Vergleich zu Xbox. Gut, 15 neue Exklusivtitel, aber naja, Kinect sage ich da nur. Ich denke nicht, dass das so die Top-Mega-Spiele werden, also die es mit Battlefield, COD, Uncharted, Killzone oder von mir aus auch Halo aufnehmen können. Ja. Das heißt, Preiserwartungen, ja, nicht zu hoch, nicht zu tief, weil
Wenn es zu hoch wird, dann, wenn es jetzt 700, 800 Euro wären, was es nicht wert, dann würde ich mir lieber auch einen PC kaufen. Dann würde ich mir die Konsolen auch nicht wünschen, weil es sich dann einfach nicht lohnt. Aber ja, ich denke mal, ich denke, sie machen die richtige Entscheidung. Und ja, dann als nächste Erwartung. Ja, gut, wie gesagt, die Exklusivtitel. Dass jetzt auf der E3 noch viel Exklusivtitel ankündigen. Für PlayStation halt Sachen wie vielleicht Little Big Planet oder ein anderes neues Genre. Uncharted 4 und ja, die ganzen Exklusivtitel eben, die sie haben. Zusätzlich noch zu halt Infamous Killzone und so weiter. Xbox, ja, für die Xbox ist sicher, oder ein neues Halo, wäre sicher angekündigt. Neues Gears of War, weiß man nicht. Könnte aber auch sein. Ja. Also, ich wünsche mir, dass noch viele schöne Spiele kommen. Xbox ist mir eigentlich dann ja relativ egal, was dafür kommt, aber ich werde mir eh die PS4 kaufen eigentlich. Wie gesagt, weil sie einfach technisch besser ist und mehr ja aufs Gaming fokussiert ist und auch im Exklusivtitel hat, kann man sagen, was man will. Das ist Fakt halt. Das ist natürlich auch persönliche Meinung, weil zum Beispiel das ganze TV und Internetzeug, Multimedia-Zeug hat die PS4 natürlich nicht so. Da ist die Microsoft deutlich besser, wenn man das will. Wenn man kein Core-Gamer ist und es sehr gut findet oder geil findet, dann na, auch okay, ne? ja. Dann meine anderen Erwartungen. Ja, Gebrauchtspiele. Ich hoffe, dass man es bei der PS4 garantiert einfach so auch spielen kann, so wie jetzt. Vor allem, weil ja natürlich auch Online-Pässe nicht mehr, Pässe zumindest von Seiten EA nicht mehr geben wird. Das heißt, dass man, damals muss man sich dann einen neuen Pass für 10 Euro oder so kaufen von EA-Spielen, von bestimmten. Ja, also da hoffe ich mal, dass das auf jeden Fall so ist. Heute kam auch bei Maschinima die Nachricht, dass bei Xbox man Gebrauchsspiele auf jeden Fall auch spielen kann. Aber da gibt es natürlich noch so Sondersachen und ja, so bestimmte Sachen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Also so ganz ohne weiteres ist es dann auch nicht, aber ja, das ist mal ein großer Punkt, auf jeden Fall Gebrauchsspiele, dass man die eigentlich ohne großen Aufwand oder ohne große Einschränkungen jetzt dann auf den neuen Konsolen spielen kann. Ja, was könnte ich noch dazu sagen? Eigentlich nicht mehr so viel, also ich hoffe einfach, dass nicht so arg teuer wird. Im Prinzip wissen wir schon das meiste darüber. Als Gamer wünsche ich mir einfach nur noch coole Spiele. Und ja, dass online zum Beispiel nichts kostet bei PlayStation, solche Sachen eben. Also, dass es nicht so teuer wird insgesamt. Und ja, aber das war's, Leute. Danke fürs Einschalten nochmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Admiral AD und schreibt in die Kommentare eure Meinung. Ja, ciao.